Der Notruf einer besorgten Mutter führt Tom Meyer und Jonas Schmidt zu einem Nachtclub in Köln-Ehrenfeld. Also, je minute. Tom. Hallo. Hey. Sind Sie krank? Nein, auseinander. Treten Sie zurück. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, die Frau ist verrückt, meine ja? Nein, meine Tochter ist hier drin. Heute Morgen 5 bin ich wach geworden und die ist noch nicht zu Hause. Was weiß ich, wo Ihre wie Tochter alt, ist? Wie alt ist Ihre Tochter? 17. Boah, mir ist richtig Sie waren also schlecht. Auf die angerufen hat. Sie sind die Melderin, ja, ne? Genau, ja. Ich habe angerufen, okay. weil die Freundinnen, die gehen auch nicht ans Telefon dran. Ich weiß, dass da was passiert sein muss. Und wie kommen Sie jetzt nochmal darauf, dass sie hier ist? Ja, weil das Handy habe ich eine Ordnungs-App drauf. Weißt du, dass Ihre Tochter? Eine Ordnungs-App. Ja. Na gut, wir klären das jetzt erstmal. Jetzt seien Sie erstmal ruhig, bitte. Warten Sie mal, ich wechsle das kurz mal, weil es so spiegelt. Das ist doch hier. Sagen Sie mal. Das Handy muss hier drin liegen. Okay, und da ist jetzt ein Signal drauf, dass das Handy hier drin ist. Ja. Zu Ihnen. Wir haben jetzt den Verdacht, dass sich hier ein 17-jähriges Mädel befindet, ja, die Hilfe braucht. Das heißt, 17 Jahre darf sich eigentlich gar nicht hier aufhalten und wir müssen dem natürlich nachgehen. Also ich arbeite hier, ich bin die ganze Zeit hier gewesen und hier ist kein 17-jähriges Mädchen drin. Ja. Lassen Sie uns mal gucken. Ziehen Sie sich erstmal an. Ja. Warum haben Sie überhaupt nichts an? Das ist ein bisschen komisch, oder? War Feierabend. Und okay. Deswegen, also wir würden uns gerne mal umgucken. Ja. Wenn Sie jetzt eh nichts zu befürchten haben, wenn Sie sagen, hier wäre keine 17-Jährige drin, ja, dann ist doch gut. Ist gut für Sie und auch gut für uns. Okay? Da wir nicht wissen, wie sie aussieht, ne, kommen Sie mit, dann können Sie die identifizieren, ja? Da sich die minderjährige Vermisste nicht im Tanzbereich aufhält, konzentrieren sich die Beamten bei ihrer Suche zunächst auf die Waschräume der Diskothek. Lassen Sie uns vorangehen, ja? Also hier haben wir einmal Toiletten, ne? Wo denn? Hier? Hier, genau. Damentoiletten? Das sind Damentoiletten, ne? Also ich gehe jetzt hin, weil kein Betrieb ist, ne? Nicht, dass ihr denkt, ne? Ja, nee, das ist ja keiner. Möglicherweise. Ist auch nichts? Nix. Hier ist eine Tür ist zu hier. Warte mal, ich guck mal. Ja. Da liegt jemand. Hallo? Polizei? Machen Sie mal die Tür auf. Der geht gar nicht, ne? Mach die auch auf. Du liebe Zeit. Hallo? Die Polizei ist da. Tom? Ja? Einmal RTW. Ja, mache ich. Hallo? Arnold für die 1532. Wir brauchen hier vor Ort ein RTW. Eine verletzte weibliche Person? Weibliche Person, ja. Weibliche Person. Vermutlich bewusstlos. Keine normale Antwort mehr. Das ist Ihre Tochter? Ja, am besten mit Blaulicht. Jetzt warten Sie erstmal. Bei mir reagiert sie auch nicht. Warten Sie bitte erstmal ab. Sie gehen jetzt mal zur Seite, ja, bitte. Lassen Sie uns erstmal machen. Die 17-Jährige lebt, das ist die Hauptsache. Was ihren Zusammenbruch ausgelöst hat und ob möglicherweise Drogen oder Alkohol dafür verantwortlich sind, ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. Pass auf, ich gehe vor und empfange schon mal die Sanitäter, ja? Das wäre gut, ja. Okay, Sie sprechen bitte mit ihr, ja? So. Ist es okay, wenn ich mich eben umziehen gehe, oder? Sie können sich gerne natürlich umziehen, aber bleiben Sie bitte im Bereich, weil wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Ja, eben nur kurz was anziehen, Schuhe und so. Können Sie sich das erklären, dass die... War die öfter hier in dem Club drin? Ja, nein, vor 3 Monaten hat sich ihr Freund von ihr getrennt. Und ich habe natürlich, als ich wach geworden bin um 5 Uhr morgens und sie war noch nicht da, habe ich sie versucht anzurufen. Da ist sie noch ans Telefon gegangen. Aber die hat nur was wirres Zeug geredet. Sie? Ja, sie war total betrunken und dann einmal war die Verbindung weg. Ja, okay. Sekunden später merken die Beamten, dass der Barkeeper weg ist. Auf der Suche nach ihm machen sie plötzlich eine weitere besorgniserregende Entdeckung. Er hatte auf jeden Fall recht, dass sie hier zugemacht haben, ne? Dass keiner mehr da ist, außer jetzt unsere Patientin. Was ist mit ihr los? Hallo, schläft sie oder ist die? Hören Sie uns? Hallo? Hallo? Ich kneif sie mal. Ist aber ziemlich freizügig angezogen, oder? Hä? Hallo? Hallo? Können Sie uns hören? Wie jetzt nicht? Die Polizei ist da. Kommen Sie mal klar, bitte. Hallo? Ich glaube, die hält sich am Kopf. Ich glaube, die. Hallo? Geht's Ihnen gut? Die Polizei ist hier. Können Sie uns verstehen? Oh mein Gott. Haben Sie zu viel getrunken oder was? Was ist denn hier los? Ah, doch, jetzt so langsam, glaube ich. Tun Sie mal das Kissen weg. Sehen Sie uns? Ja. Wir sind die Polizei. Ja, hallo. Wer sind Sie? Ja. Sind Sie noch ein Gast hier oder? Nein. Was ist denn hier los? Ich bin die Inhaberin. Ach, Sie sind die Inhaberin von dem Club hier? Wollen Sie sich das
drüber, über Sie? Ja, ja, da. Die, ja. Genau, wir drehen uns kurz um, ja? Sie können sich gerne anziehen. Wurde die Besitzerin ebenfalls Opfer einer Straftat? Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Ja, wir haben, wie gesagt, Ende jetzt. Ende ist Feierabend. Das Problem ist, dass wir hier eine 17-Jährige gefunden haben. Auf der Toilette, auf der Damentoilette. Wie? Offensichtlich bewusstlos. Nein. Ja, doch. Und die Mutter hat uns verständigt, von der 17-Jährigen. Wer hat ihn aufgemacht? Ihr Mitarbeiter. Die 17-Jährige wurde hier... Genau, in der Toilette. Und, wo ist ja, denn der Jens? Ja, deswegen, wir suchen den. Haben Sie den gesehen? Der war bei mir hier. Wo ist denn der jetzt? Der Mitarbeiter von Ihnen. Der Jens, ja, wir haben so ein Techtelmechtel seit ein paar Monaten. Okay. Warten Sie mal, ziehen Sie sich erstmal Ihre Schuhe an. Hier ist es schon relativ frisch, ja? Ja. Kommen Sie her. Legt das so um Sie, ja? Also Sie haben von einer 17-Jährigen Ohnmacht oder sowas nichts mitbekommen? Nein, okay, der Zustand, haben Sie jetzt geschlafen oder haben Sie konsumiert? Oder? Ich habe, ja klar, Sie haben gefeiert gestern, Alkohol getrunken. Okay. Halt, wissen Sie, warum ich frage? Weil die Kleine war auch ohnmächtig. Nicht, dass Sie auch ohnmächtig sind. Und dann aus demselben Grund. Deswegen frage ich nach, okay? Ich bin halt ein bisschen beschwipst, aber... Okay. Also Sie fühlen sich gut? Ja. Außer, dass Sie Alkohol getrunken haben. Okay, gut. Dann eine kleine Bitte, halten Sie sich mal kurz da irgendwo zentral bereit, dass wir Sie dann wieder finden. Wir müssen den jungen Mann noch mal fragen, ja? Doch der ist wie vom Erdboden verschluckt. Nachdem die Beamten die weiträumige Disco abgesucht haben, bleibt nur noch der Parkplatz. Dort gehen merkwürdige Dinge vor sich. Hier geht's wieder raus, ja. Auf der rechten Seite. Komm ich die andere Seite, ne? Kommen wir vom Club. Ey, was ist mit Ihnen los? Was machen Sie denn da? Tun Sie mal die Flaschen weglegen. Was ist los mit Ihnen? Wir haben gesagt, Sie sollen da vorne warten. Ach so, ja, ich bin noch hier geblieben. Also, ja, hier geblieben sind Sie nicht. Ja, ich musste nur ein bisschen so... Was soll die Aktion? Warum schütten Sie Getränke weg? Ja, wir mussten ein bisschen Müll entsorgen. Müll? Ja, das war... Wieso Müll? Also, ich hab... ja, das musste halt weg irgendwie, also... Also ein bisschen komisch, oder? Ich meine, ja, das war völlig, über. Das wollten Sie jetzt alles wegkippen oder was hatten Sie vor? Also, nee, ja, das, ein Teil davon musste halt irgendwie weg. So, das was, ist das, was ist das da? Das ist bestimmt kein Leitungswasser, oder? Ich meine, ich kann es auch aufmachen, ne? Ist kein Problem. Ja, also das. Sie müssen also die Chefin fragen, ich weiß nicht. Also ich wissen Sie was? Wir prüfen das jetzt. Okay, das riecht ganz stark nach Wodka. Ja, so genau. Ein No-Name-Wodka kommt in eine Marken-Wodka-Flasche rein. Kann es sein? Die Beamten haben den dringenden Verdacht, dass es sich bei den unetikettierten Flaschen um gepanschten Alkohol handelt. Der Verdacht verdichtet sich im Rettungswagen. Konntet ihr was rausfinden jetzt? Ja, die Dame hat Alkoholvergiftung, ist jetzt wieder ein bisschen aufgeklärt. Kollegen, wie gesagt, und ich, wir hatten in letzter Zeit öfters einen Einsatz hier in dieser Örtlichkeit. Ja. Da war festgestellt worden, dass der Alkohol mit Methanol verunreinigt war und in den Blutbildern, in der Klinik und ja, das scheint hier auch der Fall zu sein. Also könnte es sein, dass das hier auch der Fall ist. Genau, okay, das ist natürlich eine gute Erkenntnis, die wir jetzt haben. Das nehme ich so auf, alles klar. Ihr nehmt so wahrscheinlich mit, fahrt direkt ins Krankenhaus jetzt. Läuft die Destillation nicht ordnungsgemäß, entsteht statt Alkohol hochgiftiges Methanol. Für die Konsumenten lebensgefährlich. Sie werden mir sicherlich recht geben, dass es ungewöhnlich Tom, ist. Eine, ja? Ganz kurz, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber... Kein Problem. Ihr geht soweit gut. Sie ist stabil. Mhm. Allerdings haben die Sanis mir folgende Info gegeben. Die waren schon öfter hier. Und zwar geht es wohl darum, dass die öfter Patienten hatten, die mit Methanolvergiftung, mit den Alkoholika, Methanol eingekippt und so weiter und so fort. Mein Verdacht von vorhin. Meiner ja auch. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Okay, alles klar. Hey, jetzt siehst du mal, was du von der Scheiße hast, den ganzen Billigfuß rauszuholen. Ganz ruhig. Was ist denn los? Was ist der Grund für Ihren Ärger? Sie ärgern sich bestimmt, weil Sie einen wirtschaftlichen Schaden für diesen Laden gemacht haben wollen, als er die Wodka weggeschüttet hat. Wie kannst du bloß unser Wodka wegschütten? Damit verdiene ich mein Geld. Ja, damit verdienst du dein Geld? Weißt du, womit du dein Geld verdienst? Mit was verdiene ich bitte mein Geld? Sei vorsichtig, was du sagst. Indem du den Gästen irgendeinen Scheiß verkaufst. Pass auf, was... Hey. Jetzt setzen, setzen Sie sich hin! Der Frau ist alles scheißegal! Du hinsetzen. Bist ein verlogener Lügner, bist du! Hören Sie mal! So. Jetzt reicht's aber, ne? Sehen Sie das? Sehen Sie das? Er hat mich belogen! Hören Sie mal zu, wenn Sie sich nicht beruhigen, wenn Sie nicht friedlich werden, dann lege ich Ihnen die Handschellen. Der hat alles gemacht! Du hast alles gemacht! Hören Sie dem Kollegen erstmal zu, hallo! Hey! So. Jetzt reicht's!
So lange. Kommst du klar, Tom? Der Frau ist alles egal. Kommst du klar? Für ein paar Euro hat sie die Gesundheit der Gäste hier gefährdet. So, und wir gehen erstmal raus. Und raus. Ja, und so. Geradeaus. So. Guck mal. Alles voll hier, ey. Alles voll. Mensch! Jupp! Ich wollte diesen Scheiß gar nicht verkaufen. Die wollte Geld sparen und hat diesen ganzen Mist eingekauft. Gut. Und mich gezwungen, diesen Kack zu verkaufen. Ey, wie dumm ich war, dass ich das noch wegschütten wollte, um sie zu decken. Die Betreiberin muss sich wegen Betrugs, gefährlicher Körperverletzung und Steuervergehen vor Gericht verantworten.